Wenn Orte, an denen wir sonst viele Menschen sehen und treffen müssen, plötzlich leer sind, ist das ziemlich cool. Introvertierte können große Freude darin finden, wenn die Welt etwas vom Gas geht und sich mal entspannt. Das ist Punkt 1 von 10 auf dieser Liste der introvertierten Freuden. Und ich weiß, ich kann gar nicht schnell genug reden, um zu verhindern, dass eine Kritik aufkommt. Eine berechtigte Kritik. Wie zur Hölle soll es Dinge geben, die alle Introvertierten lieben, wenn doch jeder ein Individuum ist? Recht hast du. Dieses Video hat keine Allgemeingültigkeit. Aber es entsteht aus zwei, meiner Meinung nach, ziemlich guten Gründen. Zum einen kannst du einfach ergänzen, was dir als Introvertierter richtig gut tut. Zum anderen gibt es rund um das Thema Introversion viele negative Vibes. Und ich will auch die andere, etwas lockere Seite zeigen. Ein leerer Terminkalender ist sicherlich nicht nur für Introvertierte eine gute Nachricht. Stress ist für viele Menschen ein ständiger Begleiter und die Abwesenheit von Stress eher die Ausnahme. Daher ist es sehr geil, wenn mal nichts ansteht. Aber dafür reicht es meist nicht, dass noch ein paar Stunden frei sind. Richtig schön ist es erst, wenn wir nicht nur heute nichts mehr zu tun haben, sondern morgen auch nicht. Denn dann muss nicht weiter geplant werden. Die Erwartungen sind weg. Wir können uns nur auf uns selbst konzentrieren, wie bei einem kleinen Mini-Urlaub. Mit einem Film, einem Bad, einem Spaziergang oder. Eine Sache kann der freien Zeit noch einen Strich durch die Rechnung machen. Andere Menschen. Was für Extrovertierte immer sehr schwer zu verstehen ist, selbst wenn wir Intros jemanden göttisch lieben und schätzen, brauchen wir immer noch Zeit allein. Und mit einer leeren Wohnung kann man einfach was anderes anfangen. Wenn wir das Alleinsein so feiern, dann nerven uns Gespräche bestimmt, oder? Nein. Es ist vielen Introvertierten eine Freude, wenn sie ein tiefgründiges Gespräch führen können. Über Gott, die Welt und den Sinn des Lebens zu diskutieren, ist tausendmal besser als Smalltalk über das Wetter zu machen. Schade, dass nicht jeder introvertierte Menschen in seinem Leben hat, mit denen diese Gespräche möglich sind. Erst keinen Termin, dann eine leere Wohnung und dann noch absolute Stille. Das ist wohl der heilige Dreiklang der introvertierten Glückseligkeit. Obwohl ich mit Stille nicht unbedingt die Abwesenheit aller Geräusche meine. Es geht eher um fehlenden Krach. Naturgeräusche fallen nicht in diese Kategorie. Wer nicht von Natur aus super sozial ist, der rafft sich oftmals trotzdem auf. Die meisten Introvertierten sind ja nicht antisozial. Aber wer sich auch zu Terminen zwingt, auf die er verzichten könnte, der kennt dieses warme Gefühl der Erleichterung, wenn ein Treffen abgesagt wird, auf das wir sowieso keine Lust hatten. Slow ist ein Begriff, der aus der Psychologie stammt und beschreibt, wie es sich anfühlt, völlig in einer Tätigkeit versunken zu sein. Zeit spielt keine Rolle, die Konzentration reißt einfach nicht ab und alles geht wie von Zauberhand. Diesen Zustand zu erreichen ist gar nicht so leicht. Und nicht nur Introvertierte lieben das Gefühl. Aber da es um fehlende Ablenkungen und qualitativ hochwertiges Arbeiten geht, passt das natürlich zu uns Introvertierten besonders gut. Die meisten Introvertierten hören früher oder später auf, soziale Kontakte nur aus Prinzip aufrechtzuerhalten. Stattdessen widmen sie ihre Zeit guten Freunden, der Familie oder dem Partner. Somit bleiben weniger Menschen zurück, die dafür aber umso wichtiger sind. Und manchmal hinterfragen Introvertierte, ob sie den anderen dann genauso wichtig sind. Daher ist Feedback wichtig. Wenn uns jemand für unsere introvertierte Art schätzt, dann geht das runter wie Öl. Und Sätze wie "Du bist mir wichtig" oder "Ich bin froh, dass es dich gibt" können uns das Herz aufgehen lassen. Mit Stille umgehen zu können, ist gar nicht so leicht. Auch nicht für Introvertierte. Immerhin ist es in vielen Situationen eher unangenehm, wenn jemand etwas sagt. Aber mit manchen Menschen verbringt man einfach gerne Zeit. Und wenn mal nicht geredet wird, ist das auch schön. Das wissen wir dann zu schätzen, denn nicht mit allen Menschen lässt sich gut schweigen. Es gibt zahlreiche Memes, die beschreiben, wie unterschiedlich wir auf andere Menschen oder auf Tiere reagieren. Ist das exklusiv eine Intro-Sache? Wohl eher nicht. Aber ich kenne schon etliche Introvertierte, die im Zweifel tief durchatmen oder gar ein Versteck suchen, wenn sie Menschen sehen. Und dafür bis über beide Ohren strahlen, wenn sie ein Tier sehen. Hier ist die Sache, wenn ich Menschen treffe oder sehe, die ich weder Freunde noch Familie nenne, habe ich entweder gar keine Reaktion oder denke mir, wieso sind die hier? Wenn ich Tiere sehe, freut mich das einfach immer. Ein Hund? Oh, cool, ein Hund. Ein Vogel? Oh, cool, ein Vogel. Eine Raupe? Oh, cool, eine Raupe. Eine Katze? Oh, cool, eine Katze. Oh, cool, eine Katze. Oh, cool, eine Katze. Oh, cool, eine Katze. So, du bist dran. Lag ich mit den 10 Punkten völlig falsch oder habe ich gut getroffen?